So, grüßt euch zu dem neuen Video hier. Heute mal ganz kurz nur ein kurzes Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe von unserer Handelsstrategie, die wir ja jetzt veröffentlicht haben. Nach langer Zeit, es hat ein bisschen eine Weile gedauert, aber nun ist sie ja endlich fertig. Einige haben darauf gewartet und ich habe jetzt schon richtig gutes Feedback bekommen, was mich natürlich richtig freut, zumal wir es erst seit wenigen Tagen jetzt fertig haben. Einige haben sich das anscheinend schon komplett sofort angeschaut und haben es direkt auch schon umgesetzt, was wirklich schnell jetzt war, das wundert mich wirklich. Aber dass da jetzt schon das erste Feedback kommt und ich finde es richtig super. Ich habe bereits mit 3 Leuten jetzt schon telefoniert und der eine war dermaßen happy gewesen. War selber irgendwie so gut danach drauf gewesen und das hat mir einfach gezeigt, ja, wenn jemand anders sich freut, freut man sich irgendwie selber. Und das war natürlich für mich nochmal eine richtige, sag ich mal, Genugtuung, dass es tatsächlich funktioniert. Was ich aber auch immer wieder feststelle, ist, dass diese ganze Trading-Szene extrem beschädigt ist, möchte ich es mal nennen, und ziemlich viele Vorurteile leider mittlerweile hier sind. Deswegen habe ich mich früher mit diesen ganzen Coachings eher zurückgehalten. Ich habe zwar immer auf der Website drauf und habe gesagt, okay, wenn sich jemand meldet, dann meldet sich jemand. Aber ich habe das nie wirklich beworben, weil es einfach zu viel schwarze Schafe in der Szene gibt. Aber jetzt war einfach der Punkt gewesen, dass die Nachfrage eben so groß war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nicht so Coaching-Video, aber einfach mal nur unsere Handelsstrategie, können wir schon mal veröffentlichen. Vielleicht mache ich sogar so ein Coachings-Video noch für die Zukunft, das weiß ich noch nicht genau. Aber wir haben eben jetzt dieses Video fertig gemacht und natürlich, wie es halt immer ist, die einen, die freuen sich, dass es endlich da ist und von der anderen Seite kommt natürlich immer der Shitstorm. Es ist leider in dieser Trading-Szene so, deswegen denke ich mal, habe ich gesagt, okay, wenn ich damit welchen helfen kann, dann ist das super. Die anderen, die es immer wieder verurteilen, okay, sollen sie es machen, ist mir egal. Was ist denn eigentlich so das Besondere, möchte ich jetzt mal sagen, an unserer bzw. an meiner Handelsstrategie? Das primär Wichtigste ist nicht einmal hier auch der Einstieg. Der Einstieg basiert eigentlich auf klassischer Markttechnik, so wie es die meisten auch verwenden, so einem klassischen Punkt 3. Also wir haben verschiedene Varianten von dem Einstieg, aber wie gesagt, das ist alles in unserem Videokurs drin. Aber unter anderem eben so dieser klassische Punkt 3, sage ich mal, wenn dieser gebrochen wird, ist auch so primär bei mir ein Einstieg. Warum? Weil es zwangsläufig, wenn der Markt dreht in irgendeine Richtung, die ich zum Beispiel handle, jetzt long oder short, muss er ja zwangsläufig sowieso an diesem Punkt vorbei. Daher ist es nun mal einfach der logischste Einstieg, auch wenn hier viele Fehlbreakouts sogenannte auch immer wieder vorkommen. Das heißt, du wirst direkt ausgeführt und ausgestoppt, vollkommen normal. Die Trefferquote auch bei dieser Strategie liegt jetzt so bei mir zwischen 40-50%. Dennoch seht ihr es eben in unserem Backtest, beziehungsweise die diese Handelsstrategie, unseren Videokurs bereits erworben haben, haben wir ja eben am Ende diesen Backtest eingeführt, diesen ungeschnittenen, wo man wirklich sehen kann, dass wir jeden Trade, wir eben nicht wissen, wie es in Zukunft ausgeht, und jeden Trade manuell sozusagen ausführen und dann erst sehen, wie läuft der. Und erst dann am Ende sehen wir, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer wird und wir eben den dann auch so eintragen. Und eben da sieht man auch, dass eben hier unsere Trefferquote bei 40% lag, dennoch eben mit diesen 300 Trades, die wir da machen, haben wir eben fast 70% Profit gemacht. Eigentlich, wie gesagt, über 100%. Wir haben vieles weggelassen, weil wir einfach zu schnell gewischt haben. Wir haben das Endergebnis gesehen und haben diesen natürlich in dem Fall einfach nicht eingetragen, weil wir im Endeffekt uns selber bescheißen und euch bescheißen. Und deswegen habe ich das eben in dem Sinne nicht gemacht. So, und das Besondere einfach bei dieser Strategie, wie gesagt, ist es nicht primär der Einstieg, sondern eher die Stop-Loss-Setzung. Die Idee zu dieser Strategie habe ich ja damals bekommen, das habe ich irgendwo im Internet gelesen, das war noch zu der Zeit gewesen, wo es eben bei mir eben auch noch nicht wirklich funktioniert hat, ich nicht profitabel war, habe ich im Internet irgendwo gelesen, dass Wissenschaftler gesagt hatten, dass eigentlich die beste Handelsstrategie die klassische Buy-and-Hold-Strategie ist, so wie wenn ihr jetzt Aktien investiert, ihr kauft die, lasst sie liegen und irgendwann wieder verkauft ihr diese dann wieder und fahrt im Endeffekt dann eure Gewinne oder euren Verlust ein, je nachdem. Und genau darüber habe ich mir eigentlich meine Gedanken gemacht und das einfach, ich schon oft mitbekommen habe, dass die meisten Verluste bei mir eigentlich an dieser Stop-Setzung lagen. Und das größte Problem ist, was die meisten haben, ist dieses Break-Even-Getrade, nenne ich es jetzt sogar mal. Das hatte ich schon im letzten Video angesprochen, ich werde das auch noch öfter ansprechen, weil es in meinen Augen der größte Fehler im Trading ist. Ich halte mich da immer zurück, ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche da draußen, die damit profitabel sind. Nur habe ich eben so viel getestet, ich kenne so viele Leute, wo es eben ja nicht funktioniert. Genau aus dem Grund habe ich mich eben davon, sage ich mal, verabschiedet. Will es aber nicht verurteilen, weil ich immer weiß, die Trading, dieser Börsenhandel, das ist gigantisch. Da gibt es Millionen von Möglichkeiten und deswegen gibt es wahrscheinlich auch eine Variante, wie man da profitabel ist. Bei mir ist es einfach nicht so, dieses frühe Break-Even-Ziehen, was eben so logisch erscheint, dass man denkt, okay, ich
mein Trade läuft in meine Richtung, ich ziehe frühzeitig auch Break-Even, weil ich jetzt einfach keinen Verlust mehr erleide, was eigentlich total logisch klingt, ohne dass man irgendwie da in die Tiefe geht oder irgendwie da weiter darüber nachdenkt, nimmt man das einfach mal so hin und genau das ist eigentlich der größte Fehler und das habe ich eben kombiniert mit dieser Buy and Hold, Kaufen, Halten und eine Kombination eben aus dem klassischen Trading mit Stop-Setzung. Und daraus habe ich jetzt eben meine Handelsstrategie entworfen und diese ja, funktioniert einfach wunderbar. Wie gesagt, in unserem Videokurs geht es eben rein hier um die Theorie, wie diese Strategie funktioniert. Und am Ende mache ich eben diesen Backtest, wie gesagt, wirklich ungeschnitten mit Internetseite, mit Uhrzeit, mit Sekundenanzeige, dass wir wirklich sehen, da ist kein Schnitt drin. Und dann fahren wir eben Schritt für Schritt am Chart lang, Kerze für Kerze, bis wir den Einstieg sehen, zeichnen das ein und gehen erst dann weiter. Und dann sehen wir erst, wie es eigentlich weitergeht. Und das ist eigentlich so, sage ich mal, der mit beste Beweis, um die Strategie auch wirklich zu zeigen. Nicht einfach nur in der Theorie auf einer PowerPoint und ausgesuchte, fertige Charts, sondern wirklich mal real. Das ist wie, als wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Monat lang ein Coaching machen würde und die ganze Zeit, sage ich mal, live traden würde, haben wir das einfach so relativ zügig zusammenpacken können. Und damit denke ich mal ein guter Beweis. Der nächste Step soll jetzt sein, wir werden ein kleines Konto eröffnen und werden dieses dann mit dieser Strategie eben handeln, werden das dann öffentlich stellen. In welcher Form ich das mache, weiß ich noch nicht genau, ob wir das über die Website machen oder irgendwie so, dass ihr einen Einblick habt auf diese Handelsstrategie beziehungsweise auf den Chart. Und vielleicht mal wie so ein Trading Room dann noch, dass man da irgendwie mit reinschauen kann. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen, weil das Konto kann ich nicht primär traden. Ich muss ja mein eigenes Handelskonto überwiegend handeln, beziehungsweise noch, wir sind ja zu dritt eigentlich. Man sieht immer nur mich, die anderen sind ein bisschen im Hintergrund. Und wir traden ja mehrere Konten zusammen und das kann ich leider nicht veröffentlichen. Deswegen wird es eben dann auch extra Konto geben. Ich kann vielleicht nicht ganz die Energie da reinstecken, aber dennoch sollen da wirklich pro Woche da, keine Ahnung, 3-4 Trades mindestens kommen, dass man da eben die Handelsstrategie, auch die Performance sieht. Wie gesagt, kommt noch in der Zukunft, jetzt vielleicht in den nächsten Monaten, wie wir das umsetzen, schaue ich mir noch an. Da habt ihr nochmal einen kurzen Überblick. Wie gesagt, für alle nochmal, die es bereits erworben haben, nochmal dieses tolle Feedback, finde ich super. Es gibt noch ein paar andere, die es haben. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht das gerade seht und euch auch nochmal meldet und sagt, wie es jetzt schon läuft. Und genau, dann freue ich mich. Ich habe jetzt nämlich noch ein bisschen Arbeit. Ihr wisst ja, ich bin ja so einer, der ständig auf dem Schießstand rennt und ich war ja Wochenende auf der IFA gewesen, internationale Waffenausstellung, und habe mir ja von Schmeißer hier mein neues Schätzelein, was jetzt kommen soll, muss ich mir jetzt noch ein bisschen anschauen, ein bisschen zusammen konfigurieren. Das mache ich jetzt hier nebenbei, neben Trading, habe momentan eine Position nur offen, im US-Dollar, japanischen Yen, im Stundenchart, bin ja überwiegend nur so 15 Minuten Stundenchart unterwegs, ist um einiges entspannter und die Trends sind besser, hat viele Vorteile, kommt vielleicht nochmal ein Video dazu. Und genau, dann freue ich mich, von euch zu hören. Wenn Fragen sind, einfach wieder jederzeit melden. Hätte ich fast vergessen, wir machen jetzt am Wochenende mal ein cooles Video. Das hatten mal einige mir geschrieben, weil da war ich auch irgendwie gerade schießen gewesen auf dem Schießstand und einer meinte da, ja, man kann ja mal auf die Charts schießen, die nicht funktioniert haben. Und das ist eigentlich eine coole Idee, ich werde es mal machen. Ich werde mir mal so von den letzten Wochen einfach mal die ganzen Minus-Trades, die nicht funktioniert haben, die mir ausgestoppt haben, werde ich mir mal ausdrucken. Die werde ich mal mit auf den Schießstand nehmen und dann werden wir es da mal richtig drauf krachen lassen. Deswegen, wenn du das sehen möchtest, am besten gleich mal meinen Kanal jetzt hier unten auf diesem roten Button abonnieren mal klicken und dann wirst du das Video sehen. Genau, wie gesagt, ich mache noch was, trade jetzt noch ein bisschen, beziehungsweise schaue ich mal, ob ich heute noch was finden kann. Wie gesagt, wenn Fragen sind, auch zu unserer Handelsstrategie, zu unserem Videokurs, dann einfach melden. Dann freue ich mich. Bis dahin, macht's gut, ciao.